Hallo Koch mit Andrea. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wollte heute Abend, weil meine beiden Jungs Besuch haben und die gucken Fernsehen, also Sportsendung, und da wollte ich denen mal was zum Knabber machen und die haben sich gewünscht Arme Ritter. Und die mache ich jetzt. Und da habe ich ein tolles Rezept gefunden. Arme Ritter in einer Auflaufform machen. Das fand ich ganz gut. Besser als in der Bratpfanne ausbacken. Und ich habe jetzt 8 Toastscheiben kleingeschnitten, so in solchen Stückchen. Und die Toastscheiben waren die großen, die Sandwichscheiben habe ich genommen. Die haben wir immer im Haus. Wer natürlich von Vortag irgendwas hat, süße Brötchen oder andere Brötchen oder Ciabatta-Baguettes und so kann man natürlich auch dafür nehmen, logischerweise. Ne? Was vom Vortag ist, immer gut. Aber das hatte ich nicht da gehabt. Mein Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 200 Grad. Und jetzt legen wir los. Wir brauchen 3 Eier. Arme Ritter haben wir früher, also ich in meiner Kindheit, früher öfter gegessen. Meine Mutter öfter gemacht. Meine Kinder kennen es auch, aber so oft haben sie es dann doch nicht gegessen. Dann macht man irgendwie gar nicht mehr so oft. So, 400 Gramm Milch. Ich habe 3,5er Milch Fett genommen. Da könnt ihr machen, wie ihr das wollt, die Milch. Und jetzt kommt 50 Gramm Zucker noch dazu. So, naja, und das Ganze jetzt 20 Sekunden auf Stufe 4. Ihr könnt natürlich, wenn ihr ein sehr hartes, altes Brot vom Vortag habt, die ganze Mischung auch schon einen halben Tag vorher richtig einweichen, dass das richtig gut getränkt ist mit der Mischung. Kann man natürlich auch machen. Guckt, so sieht sie jetzt aus. Ich nehme hier jetzt mit runter. Wird das schon gut getränkt. Jetzt kommt 50 Gramm, 50 Gramm Butterflocken noch oben drauf. Na.
So. Vorne noch ein Flöckchen hin. So, müsste das reichen. So. Und jetzt tue ich noch Zimt und Zucker drüber. Ich habe gleich so fertig gemischt. Das tue ich da drüber. Wie viel ihr darüber macht, das ist ganz euch überlassen, wie süß ihr das haben möchtet, sage ich mal. Man kann ja auch immer noch Zimt und Zucker nachwürzen, kann man ja auch machen. So. Und jetzt geht das für 20 Minuten. Mittlere Schiene in den Backofen. Und wenn es fertig ist, dann hole ich es raus natürlich und dann zeige ich euch das Ergebnis. Dann bis gleich. Guckt, so sieht es aus. Habe ich gerade aus dem Ofen geholt. 20 Minuten war es drin. Und jetzt hole ich das mal aus der Form hier raus. Ein bisschen was. Guckt. So. So sieht es dann aus. Und wir werden es uns schmecken lassen. Und ich hoffe, den Jungs schmeckt das auch. Vielleicht war es ja mal eine Anregung für euch. Dann macht es doch einfach mal nach. Und dann hören wir uns vielleicht zum nächsten Video wieder. Bis dann, eure Andrea. Ciao, passt gut auf euch auf.